Ja, und damit hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Ja, hi Donia. Cool. Ja, ich habe mir noch mal kurz die letzte Folge angesehen und habe gesehen, wir haben ja das Schmieden und das Schmelzen und wir haben uns sogar mal gucken, wo ist das? Das Schwert müsste hier drin sein. Da. Haben wir das neu, haben uns das Schwert hier geschmiedet. Werde ich mir aber mit dem Verkauf noch ein bisschen aufheben. Und ja. Hab das ja auch noch mal ein paar Minuten noch länger noch laufen lassen und schauen wir mal, was wir damit machen können. So. Einmal gewechselt. Somit haben wir, können wir diesen Eimer jetzt für uns beanspruchen. Bisschen laggy. Na, es wird gehen. So, pack das mal zur Seite. Dann brauchen wir hier eine Wanne. Na, ich hoffe, der Abstand reicht. So, dann brauche ich mal eine Goldklumpen. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt erstmal wieder Gold schmieden. So, packen hier mal alles rein. Perfekt, hat ja gut geklappt. Also, Moment, wir können ja den Goldbarren hier noch wieder rein tun. Den wollen wir mit verschmelzen. So. Damit haben wir jetzt, genau, das hier brauchen wir gleich. Zack. So. Das ist doch schon mal schön, dass unser Mining-Gerät schon mal, dass die kleine Anlage schon mal von alleine läuft. Ich muss noch mal demnächst noch mal ein paar Werkzeug kaufen. So viel Werkzeug haben wir ja auch bald nicht mehr. Also, das lassen wir noch mal stehen. Wir warten, bis das geschmolzen ist. Schmelz, 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 schmelz. Und wir kriegen ja allmählich auch eine gute Menge an Ressourcen zusammen. Ach nee, das Logo, was wir hier. Da haben wir es. So, und einen neuen Barren. So, mal gucken, ob das so geht. Gut. Alles drin gelandet. Sieht gut aus. Gut. Na, weiter geht's. Na, guck mal, schon haben wir die beiden Pötte hier wieder frei. Den Lärm können wir auch gleich hier stehen lassen. Das ist gut. Oh, das ging ja mal zackig. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu nah, ne? Ja, so dürfte es gehen. So, da haben wir neuen Eisenbarren. Mich würde mal der Preis des Goldbarren nur mal interessieren. Nur mal aus reinem Interesse. Gehen wir mal mit den Goldbarren los und gucken wir mal, wie viel wir dafür jetzt mittlerweile kriegen. Da bin ich ganz neugierig. 1800, ja gut, da geht noch was. Apropos, können wir hier eigentlich auch unser Schwert verkaufen? Nee. Ich frage mich aber gerade, weil hier Eisen steht, heißt das, es werden Sachen vom Eisensachen verkauft? Hm, werde ich ausgeschlossen. Werde ich auf jeden Fall meinen Hinterkopf bein. Aber was ich mir noch, ich habe mir noch von der Erkundungstour habe ich mir eine Sache noch gar nicht angesehen. Ich bringe die Goldbarren eben zurück und dann gucken wir uns das mal an. So, den nehmen wir mit. Ein Helm ist immer gut. Auch was am Tag ist, aber wir werden glaube ich gleich in der Höhle gehen. Und zwar wenn wir hier in die beiden Shops vorgehen, gibt es hier links so eine Höhle. Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. Was ist hier? Da sind irgendwie vier Sockets. Okay. Hm. Und mehr ist hier nicht? Nö, sieht nicht danach aus. Okay. Aber ist merkwürdig. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist hier. Das hier scheint, denke ich mal, auch so eine Art von Shop zu sein. Gucken wir mal, was ist hier? Hier kann man Fisch verkaufen. Stimmt, Fisch gibt es ja auch noch in diesem Spiel. Und hier? Oh, hier gibt es ja sogar auch was. Was ist das denn hier alles? Wasserventil, Werkzeugsachen. Eine Lupe zeigt die Haltbarkeit von Gegenständen, die beschädigt werden können. Okay, das ist eine gute Sache. Hier kann man auch wieder... Hier, also ich sehe wieder einen Kaufshop.
Gut, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Wo ist das denn hier? Da muss man Fische reintun, um die Angel zu bekommen. Okay, ist das vielleicht so eine Art verbesserte Angel? Könnte gut sein, ne? Schwierig. Gibt es hier oben noch was? Nö. Okay, das sieht wahrscheinlich... sieht wieder falscher Ausgang. Moment. Wo ging es denn hier raus? Hier, ne? Ach, hier. Okay, das hier scheint wohl so eine Einrichtung nur für Fischsachen zu sein. Gut, mit Fisch werde ich ehrlich gesagt kaum arbeiten. Aber irgendwann werden wir auch nochmal fischen. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Auch wenn ich dafür wahrscheinlich keine Geduld haben werde. Das kann ich mir wahrscheinlich jetzt schon ausmalen. Schauen wir einfach mal. So, mal gucken. Ich glaube, es wird auch mal Zeitpunkt, auch mal einen Schmuck herzustellen, ne? Ja, wie stellt man den Schmuck her? Das machen wir auch mit den Amboss. Was nehmen wir denn? Nehmen wir uns einen Ring oder eine Halskette? Ring oder Halskette? Schwierig. Ich glaube, ich würde eine Halskette nehmen. Halsketten habe ich damals auch schon vorher immer gebaut. Dafür halbiere ich diesen Goldbahn und tue ihn schon mal hier rein, genauso wie den anderen. Man muss ja schnell sein bei sowas. So, kann ich das schon mal in Ruhe erhitzen. Und dann, ja, um überhaupt so ein Schmuckding herzustellen, brauchen wir natürlich noch so ein Diamant oder Brillant oder sowas. Dafür haben wir hier mit den ganz vielen Sachen drin. Was sollen wir sagen? Ein Smaragd oder ein Rubin? Das sieht so klein aus. Was nehmen wir denn? Ich bin ein Fan von Rubin. Ich denke mal, ich werde so einen Rubin nehmen. Nee, ist ein Saphir. Obwohl, der sieht ja auch dick aus, ne? Ich glaube, ich werde den Saphir nehmen. Dann brauchen wir nämlich einmal nur mal in den Schleifstein zu gehen und einmal drauf zu klicken. Und schon haben wir ein Saphir. Cool, ne? Saphir. Toll. Und das Tolle ist, wir können den Saphir jetzt hier mit auf das Amboss legen. Und müssen dann gleich im Schnellverfahren, das ist der Schmierhammer, ne? Ja. Und müssen jetzt im Schnellverfahren die Eisenbarren drauf tun, die Schmiedehammer nehmen und einmal drauf kloppen. Und da haben wir unseren Schmuck. Eine Halskette mit Saphir. Und das gleiche kann man übrigens, das gleiche kann man auch mit Rubin und hier Smaragd tun. So, wir laden. Gut. Ja, ich wollte gerade sagen, und wir laden das beides mal auf. Okay, ich glaube, so eine Lupe wäre es doch ganz praktisch. Aber mir fällt gerade ein, ich muss sowieso noch mal kurz eine Werkzeugtasche noch mal holen. Die Werkzeugtaschen gibt es nicht hier, ne? Nee. Gut, dann muss ich das Geld mal eben mitnehmen. So. Bring ich das eben wieder zurück in den Shop. So, dann haben wir noch eine weitere Werkzeugtasche. Kann zumindest nicht schaden. Und dann können wir theoretisch auch wird dann verladen unser Geld in den Truck. Das kann nicht schaden. Und dann kann man dich laufen lassen, ohne dass du Blödsinn baust? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich mach lieber einmal extra. So. Und dann gucken wir uns mal, wo wir den Schmuck und das Schwertverkauf kriegen. Da gibt es ja so ein paar Verkaufsgeschäfte, die wir auf unserer Erkundungstour ja gesehen haben. Das erste müsste sich... Ja, da müssen wir rüber. Meine Güte, das Fahrzeug ist ja echt brandgefährlich. Da längs. Ach, warte mal. Halt, stopp. Stopp. Warte mal. Lass mich mal kurz was gucken. Ich glaube, das hier ist auch ein Verkaufsshop, ne? Was verkaufst du so an? Der verkauft... Ach, hier sieht man noch, der verkauft die Werkzeuge an. Der Markt ist sinkend. Wir gucken uns einfach mal an. Wie viel würde er... jetzt komme ich hier nicht mehr zu meinem Fahrzeug. Wie viel würde er denn zum Beispiel für das Schwert annehmen, was wir haben? Gut, ich hätte ja auch ein bisschen besser parken können, aber na gut, was soll's. Gucken wir mal, wie viel...
gucken wir mal, wie viel er bei unser Schwert nimmt. Wobei das schon eine geile Waffe wäre, die ich gar nicht verkaufen würde, sondern lieber schwingen würde. Aber da es ja keine Monster gibt, ja. Mal gucken. Wie kriegen wir dafür? 1081. Ja gut, ich denke mal, das ist ein Preis, mit dem man leben kann. Nehme ich mit. Und wir fangen ja auch erst ganz klein an, ne? Also wir sind doch noch nicht die Größten. So. So, Geld verschwunden. Jetzt haben wir 2800. Und steigen wir mal wieder ein. Und den Eimer, den wir mit haben, der ist leer. Hatte ich den nicht voll mit Wasser gemacht, bevor wir losgefahren sind? War ich echt gesagt der Meinung. Halt. Halt, 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 halt. Stopp. Was nimmt der hier an? Preis aufsteigen. Und zwar... Ist das Goldbarren? Oder ist das... Das ist so grün. Okay. Ach, ich schätze mal, die Verkaufssachen bei solchen Läden bleiben immer gleich. Also, was angekauft oder verkauft werden kann. Aber der Wert ändert sich. Nee, ich dachte, hier würde es eine Verkaufsstation geben. Falsch gedacht. Gut, mal gucken, wir haben hier die Brücke. Aber bevor wir uns wieder Richtung Berg begeben, würde ich mir gern zum Shop einmal, zur Siedlung einmal fahren. Also hier, wo es auch der Elektrik und den ganzen Spaß gibt. Hier kann man garantiert irgendwo auch nochmal was verkaufen. Genau hier. Was bist du denn hier für ein Shop eigentlich? Juwelier. Ich glaube, bei so einem Juwelier kannst du einfach alles verscherben, ne? Ich guck mal kurz, was sagt die Halskette? 2200. Oh, nicht schlecht. 2218. Gut, den Wert behalten wir mal zu Vergleichszwecken noch im Hinterkopf. Ich hoffe, ich weiß das gleich nochmal. Und ich glaube, mehr gab es hier nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich kann auch mal hier längs fahren, Richtung Dock. Da ist der Preis auf jeden Fall erhöht, aber was halt da angekauft? Boah, hier wird Schmuck angekauft, ist ja geil. Pass mal auf, nehmen wir mal den Ring mit, den Kelzkette. 2330, das ist schon mal mehr. Ich glaube, mehr werden wir so auch nicht kriegen. Cool. Ja, würde ich sagen, verkaufen wir. Zack, nochmal 2300. Wo ist mein Geld hin? Da. Zack. Jetzt haben wir 5100. Genau, dann packen wir mal rückwärts und dann wieder vorwärts. Ich hätte doch schon eine grobe Idee, was wir machen könnten. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen Geld, ne? So, und da wir ja noch keine Mining-Sachen, kein Förderband und so ein Kram haben, wäre ich wahrscheinlich erstmal dafür, wenn ich mir noch einen zweiten T1-Bohrer nochmal besorge. Dann können wir uns ja mal mit dem, mit dieser Schmiede da in dieser komischen Höhle da mal vertraut machen. Wovon ich immer noch keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Aber auf jeden Fall brauchen wir Geld und den Barren mit. Mal gucken, ich habe keine Ahnung. Ja gut, so geht's auch. Gut, kannst da stehen bleiben. So, nehmen wir mal. Ich würde sagen, ich sortiere mir noch schnell mal einmal Eisen raus. Warten wir kurz, bis denn dieser Schwung da ist. Gut. Das ist der. So. Ach, Eisen liegt da sogar noch. Wie praktisch. Gut. Also wir den eben noch schnell auf den Tiegel. Ah, halt. Ja, das hat gut funktioniert. So. Jetzt können wir den auf den Tiegel. Jetzt können wir den hier drauf schmeißen. So, dann. Oh. Da sind noch ein paar Eisensachen noch nicht drin. Gut. Hat der Tiegel genommen, sehr gut.
Ne, ich probiere das jetzt nicht. Das ist mir zu riskant. Oh, dafür kann ich den Pott hier wieder hinstellen. Ah, ich glaube, das bin so weit weg, ne? So, ja. Oh, du kannst da liegen bleiben. So, dann schmeiß mal bitte etwas schneller hier. Ich will noch was schaffen. Ja, jetzt haben wir es. Gut. So, perfekt. So, ich würde sagen, den heißen Eisenbarren nehmen wir uns mit. So. Ja, so, da haben wir ein bisschen was an Geld und den Eisenbarren haben wir mit. Und dann würde ich gerne einmal in die Siedlung gehen, wo ich vorhin war, wegen dem Schmuck. Und da mal noch was gucken. Ich möchte gerne 2 oder 3 Dinge kaufen, die ich gerne doch jetzt gerne haben würde. Das wäre doch relativ smart. Alter, das Ding wuppelt und hoppelt. Ist ja der Wahnsinn. So, dafür müssen wir erstmal hier rum. Und es wird schon wieder dunkel. Schöne Stimmung. So, was ich nämlich gerne haben würde, wäre... Huch, bisschen zurück hier. Ja, mach einmal Autosave, ist immer eine gute Sache. So, dann wollen wir mal gucken. Unser Geld mal mit, das ist unser gesamtes Vermögen, was wir jetzt hier haben. So, ich würde nämlich von hier einmal gerne... Mal gucken, ob ich das finde. Eine... Gibt sie hier nicht? Nee, 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 nee. Was ist das denn? Achso, Bauchhammer, ja gut. Nee, es gibt ja gar nicht, wonach ich hier suche. Ich dachte, die hätten es hier stehen. Ah, da werde ich es wahrscheinlich da kriegen, wo, wo die... So, kriegen wir das hier, was ich hier suche? Nee. Wo habe ich das denn gesehen? Okay, ist das hier? Nein. Ist das da? Nö. Gab es ja diese Holzpaletten nochmal? Ich würde gerne nämlich so eine Holzpalette nämlich kaufen. Gab es sie hier bei Elektrik? Da. Ja, genau. Eine Dingspalette. Genau, die will ich nämlich haben einmal. So, die kostet nämlich einmal 450. Aber das ist das wert. Weil damit können wir nämlich mehrere Gegenstände nämlich transportieren. Das ist ganz nice. Wir sind zwar ein bisschen langsamer, aber dadurch können wir mehrere Sachen auf einmal transportieren. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die nämlich noch brauchen werden. Oder sagen wir, der Transport zu sichern, lass sie einfach auf der Palette fallen. Geeignet für einfache Transporte oder Einkäufe mehrerer Gegenstände. Genau, was man nämlich machen kann. Ich kann den Barren hier mit drauflegen, zack. So, und der, so, und dann müsste das Fahrzeug den Barren registrieren. Das müsste gehen. Genau. Gut. Jetzt habe ich das, was ich haben wollte. Das andere kriege ich hier nicht. Also müssen wir, fahren wir jetzt zu Eis... schieß mich tot, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Den habe ich dummerweise vergessen. Tut mir leid, Leute. So, müssen wir jetzt hier mal links... Ja, ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ah, das ist nicht alle Gewöhnungssache, ne? So, wir werden dann hier... So, dann können wir uns ja gleich mal mit dem System hier vertraut machen, wie das hier eigentlich funktioniert. Stimmt, hier kann man ja auch was verkaufen. Was kann man denn hier verkaufen? Ach, hier kann man die Smaragd... Was ist das denn hier übrigens für Dings? Das kenne ich noch gar nicht. Die 3 kenne ich, aber das kenne ich nicht. Na, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Gut. So, das heißt, was ich hier reinschmeiße, kommt da unten an. Okay. Ich probiere es einfach. Ich hoffe, mein Geld ist jetzt nicht weg. Nein.
Okay, es ist weg. Gut, ich nehme noch den Barren. Okay, das ist weg. Taucht ihr so schnell jetzt auch nicht wieder auf? Gut, dann müssen wir jetzt runter, ne? Wie praktisch, dass er runterfährt. So, damit kommen wir wieder hier in dieser Schmiedehölle an. Was übrigens immer noch ziemlich geil aussieht, muss ich sagen. So, dann muss ich hier einmal links, ne? Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Ne, warte mal. Entschuldigung, ich muss glaube ich hier runter, ne? Ja, ich werde ein bisschen abkürzen, das ist mir ein bisschen... Ach, muss ich jetzt echt diesen weiten Weg jetzt im Lauf hingehen, um dahin zu kommen? Nee. Ah, hier sind unsere Sachen. Mist, ob ich die Palette hätte mit reinschmeißen sollen? Ach, weißt du was? Das ist die ideale Übung, um gleich mal zu testen. Kann man sich da nicht gleich mit runter dingsen lassen? Wäre nämlich echt interessant. Jetzt muss ich einfach diesen ganzen Weg jetzt wieder hier hochgehen. Okay. Jetzt muss ich hier längs, dann hier links. Und dann bin ich gleich schon wieder... Na, ach, Autosave. Autosave ist ja was erschreckend. Ah, sieht auch trotzdem cool aus, ne? So, wo ist denn der Fahrstuhl? Möchte wieder hochgefahren werden. Ach, jetzt kommt er. Da ist er. Gut. Und bitte wieder hoch. Gibt keinen Knopf, den ich drücken kann? Nö, gibt's nicht. Gut. Aber schon geil gemacht, muss ich sagen. Ah, hier. Ja, das ist schon geil gemacht. Pass mal auf. Ich nehme mal das hier mal mit. Mal gucken, ob das auch geht. Tatsache, das geht auch. Gut. Jetzt kommen wir nach unten. So. Kommen wir einfach runter. Oh, perfekter Timing. Fahrstuhl ist gerade wieder da. Gut. Ich wäre jetzt nämlich gerade einfach runtergesprungen. Das wäre mir jetzt so egal gewesen. So, und weiter geht's. So. Ach nee, wir müssen da hinten rum. Ich glaube, wir können aber auch abkürzen. Ich springe einfach von hier runter. Genau, da sind wir nämlich auch genau wieder. Da ist die Palette. Cool. So. Und damit kriegen wir die Sachen dann wieder mit nach oben. Okay. Bin ich mal gespannt. Ich drehe mal kurz währenddessen einen Schluck. Ah, das tut gut. Ja, das heißt, muss ich diesen ganzen ollen Weg hier wieder hochgehen. Naja, schauen wir mal. Ja, wenn ich hier den richtigen Dreh erstmal raus habe, wie das hier in dieser Höhle funktioniert, dann ja. Dann wird's richtig lustig. Das verspreche ich euch sogar. So, dann kommen wir hier zum Shop, ne? Genau. Genau, hier im Shop gibt es ja auch sowas wie Fiesbänder, aber das ist alles nicht das, wonach ich hier bin. Genau, hier ist der Gegenstand. Die Waage wollte ich nämlich haben. Die Waage wird mich bei sowas nämlich sehr gut helfen. Gib mal das Geld. So, was ich denn haben will? So, jetzt können wir uns mal diese Druckmeister-Designs angucken. Und Schmiedeisen hätte ich gerne, so eine Meistervorlage. Die kosten ja auch 300. Schmied also eine Erntemaschine, Masse und Konstruktion, legt sie auf dem Amboss des Eishelmsockels. Ja gut, das finden wir gleich heraus. Was? Chlorium Erntemaschine, was? Erntemaschine im Meisterwerk. Chlorium Erntemaschine? Ach so, das hier ist ja die einfache. Das ist echt die einfache Maschine, ne? Krass. Und das hier ist die verbesserte. Genauso wie das die verbesserte und das die einfache. So, was ist mit euch beiden? Drucktankverstärker-Design. Chlorium-Drucktankverstärker. Masserkonstruktion. Legt sie auf den Amboss des Einsammler, schmeißt die Ressource und dreht sie den Hebel. Okay. Hä? Achso, ist. Ich muss das Geld ja auch schon hier rein tun. Zack. Damit gehört das Geld auch schon uns.
Buch. So, dann laden wir alles mal auf die Palette hier drauf. Genau deswegen wollte ich die Palette mit haben, damit ich nicht 30.000 Mal doppelt laufen muss. So, dann noch die Waage, die wollte ich nämlich auch haben. So, und dann kann es weitergehen. Apropos, kann ich die Waage schon austesten? Doch, guck mal, die Waage kann zeigen. Die Waage zeigt uns nämlich, wie viel es wert ist und wie schwer es ist vom Gewicht. Cool. Gut, die Waage kann ich also auch so testen. Das ist ganz interessant. Und dann gucken wir uns mal an, wie der Riesenamboss funktioniert hier in dieser Hölle. Da bin ich ganz gespannt. Da. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie der Spaß hier funktioniert. Aber wie gesagt, das gucken wir uns an. So. Gut, wir gucken uns mal an. Wir wollen diesen Gegenstand, den haben wir mal auf diesen Sockel legen. Ich tippe mal, dass das hier auf diesen Sockel soll, ne? So, oder? Tippe ich jetzt einfach mal. So, dann müssen wir den Barren in den Dings legen. Also in den Schmelztiegel. Ich glaube, damit ist der hier mit gemeint, ne? Oh, ist sofort geschmolzen. Okay, und weiter? Dann nur noch den Hebel ziehen. Es geht nicht. Da steht ja auch ein Wert von 300. Scheiße, das ist der Barren weg. Ich weiß nicht, wie schwer er war. Und dann den Hebel ziehen. So, leg ihn auf dem Amboss des Eisensockels. Auf dem Amboss, also ich soll ihn einfach hier drauf legen oder was? Okay. Was ist jetzt? Hier habe ich meinen Eisenbarren und. Alter, habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Ja, was ist denn nun? Ja, da ist mein Eisenbarren und nun. Nur mal zum Gucken, wie schwer war der nochmal? Oh, warte mal. 100. Ah, okay. Ich check was. Pass mal auf. Der muss hier drauf liegen bleiben. Der gießt sich nämlich hier durch. Okay, das heißt, dieser Wert, der hier auf dem angegeben ist, gibt also an, wie schwer der Barren sein muss, damit ich das gießen kann. Und da er hier nur 117 hat und wir von den laut dem Meisterwerk-Design 300 stehen haben, glaube ich, brauchen wir mindestens 300, um den zu schmieden. Ja, gut. Och, ja, welchen Herzinfarkt hier, ist ja schrecklich. So, gut, ich glaube, das ist das, was ich wissen sollte. Glaube ich. Das werden wir bald noch herausfinden. Schade, da will. Das, den Rest werden wir noch dann noch weiter herausfinden. Ich will aber noch mal nach unten. Denn wenn wir schon gerade hier sind, glaube ich, kann da runter, ne? Spring aber hier drauf und einfach hier drauf. Weiß ich ja zu helfen, ne? Ach. Ich bin so ein Depp. Ich wollte zum Shop. Gut, Leute. Ich würde sonst sagen, ich mache jetzt hier einen ganz kurzen Schnitt. Oder beziehungsweise ganz kurze Unterbrechung und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge von Hightonia. Und ich hoffe, ihr seid bei meinen Testversuch dabei, wie wir die neuen Sachen kennenlernen. Ach, immer strecken. Ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.